La 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 la. Wie würdest du einen Schlumpf definieren? Also er ist klein, er ist ungefähr wie eine Hand groß, ist blau, trägt eine weiße Mütze, hat weiße Strumpfhosen an und ist immer sehr fröhlich. Was sind das eigentlich, Schlümpfe? Tja, das weiß ich auch nicht. Sie sind blau und haben eine weiße Mütze auf. Ja. Und sind zum Teil sehr liebenswert, auch ab und zu mal ein bisschen chaotisch und sehr eigen, aber ansonsten kann man sie mögen. Ja, haben viel Humor, lachen gerne, helfen sich, sehr soziale Wesen, alle unterschiedlich, leben trotzdem friedlich miteinander. Wenn nicht Gargamel da wäre, ja, der sie permanent bedroht. Willkommen zur Party! Ich erschaffe meine eigenen Kreaturen, um sie zu fangen. Die Schlümpfe! Hallo! Ich nenne sie die Lümmel. Howie will spielen. Howie will mit mir zu spielen. Gib mir Deckung. Auf in den Kampf. Hallo, Kätzchen. Für die Sprecher ist so ein Schlumpffilm durchaus eine Abwechslung. Meine kleine Lümmel. Weil da nicht nur bedeutungsschwere Sätze verlangt werden. Howie rettet dich. Howie rettet dich. Sondern bisweilen auch irrwitzige Geräusche. Boom. Gut gerettet, Howie. Ich glaube, Zicke ist die Frau mit dem höheren IQ. Das kann ich, glaube ich, schon mal gleich sagen. Taui ist mein Bruder, dem ein bisschen was fehlt. Ja, da oben, im Oberstübchen. Aber sonst ganz lieb eigentlich. Ganz ja, nett. Sonst. Genau. Ne? Wir sind Gargamels Geschöpfe und sollten eigentlich Schlümpfe werden, aber es hat nicht ganz geklappt, weil uns die blaue Essenz der Schlümpfe fehlt. Jetzt sind wir grau, tragen auch keine richtigen Weißen. Wir haben so Wollmützen auf, ne? Also wir sehen so halb schlumpfig nur aus. Komm, meine Lümmel! Wir müssen Schlumpfine fangen! Nur sie kann uns die Rezeptur verraten, damit ihr echte blaue Schlümpfe werdet! Lass mich Schlumpfine holen! Ich springe durch! Hab dich! Oh nein! Schlumpfine wird entführt! Ja, die Schlumpfine ist ja ein süßes, kleines Wesen, die als einzige Frau so die Stellung hält in Schlumpfhausen und ihr ursprünglich von Gargamel erschaffen wurde, um bei den Schlümpfen nach dem Zaubertrank zu spionieren und den herauszufinden, aber wurde dann von den Schlümpfen quasi adoptiert und von Papa Schlumpf und ist dann eine richtige Schlumpfine oder Schlümpfin geworden. Papa, Clumsy, Patrick, Meister Winslow, Hallo Grace, Schlumpf, Schlumpf, Schlumpf. Dieses Wort Schlumpf oder im Original Strumpf, auf Englisch dann Smurf, was könnte das bedeuten? Zwerg. Stimmt, das könnte es bedeuten. Das bedeutet es wahrscheinlich auch. Man müsste mal im Schlumpfwörterbuch nachschlagen. Aber ich würde auch sagen Zwerg. Also eine Art von Zwerg. Alter Schlumpf! Das weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass der belgische Zeichner eben, er damals anscheinend, als er am Esstisch saß und nach Salz gefragt hat, eben nicht gefragt hat, Lucelle, sondern Strumpf. Und so ist anscheinend, das heißt ja, wie gesagt, im Belgischen, Französischen, sie haben es besser ausgesprochen als ich. Also ich glaube Strumpf. Genau. Und dann daraus wurde dann später, als es nach Deutschland kam, Schlumpf gemacht. Schlümpfe! Jungs, ich verschlumpfe euch nur. Das war eine grandiose Imitation. Wisst ihr, was es mit diesen Mützen auf sich hat? Mit welchen jetzt? Diese Schlumpfmützen. Nein. Wahrscheinlich sind die nur dazu da, diese Kopfform abzudecken. Wahrscheinlich sieht der Kopf genauso aus vom Schlumpf wie die Mütze, oder? Kann das sein? Aber können Sie das beantworten? Das heißt eigentlich phrygische Mütze, ist so ein bisschen historischer. Die wurden traditionell aus Stierhoden hergestellt. Ach was. Für wen? Für die jeweiligen Menschen, die meinten, sich sowas auf den Kopf setzen zu müssen. Und dann ist die Kraft des Stieres auf den Träger übergegangen oder so ähnlich. Ah. Glaube ich nichts mit unseren Zeichentrick-Filmfiguren zu tun. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist ganz was anderes. Ja. Aber gut, das hat sich ein Belgier ausgedacht. Komm schon, Howie! So toben die Schlümpfe und die Lümmel nach einer eher schlicht gebauten Story durch den Film. Aufpassen! Und wenn sie nicht gestorben sind, ist durchaus mit einem weiteren Schlumpfabenteuer zu rechnen. Ein